Ey, das wird echt schwer, Alter, bei den schwereren Dungeons, ja, die eh schon schwer sind. Das? Das wird. Aber ich hab gedacht, Fuhr. Ich hab gedacht, Fuhr ist ein starker. Ja, ich guter bin stark. Spieler, nur die Lenkung kriegt mich hoch. Nein, geht da nicht hoch. Ich glaube, da geht's weiter, oder? Oh. Na doch nicht? Nee. Aber da kannst du noch Rubine in der Kiste holen. Und so. Ja. Hä, jetzt fährt das ja gar nicht mehr hoch. Jetzt kann man da nicht mehr hin. Ja, warte doch. Das ist Skulltula. Da ist noch einer. Hab ich doch gesehen. Ist hier nicht auch irgendwo das Skulltula in diesem Raum? Ich glaube. Ja, aber wie oft machen muss man denn jetzt? Ja, das weiß ich ja nicht, das ist auch alles neu für mich. Das schmeckt hier irgendwie nach Rost und Knochen. So. Oh, Mann, das war so abgelenkt von meinem tollen Witz. Der war gut. Für den Insider, ey. Ja. Oh, genau um die Kiste rumgerollt. Yay. Ja, und jetzt? Guck, das war ein Rätsel. Irgendwo ist eine Tür aufgegangen. Krass. Hm. Ich glaube, hier links. Die war eben noch zu. Willst du das nicht hochfahren? Da waren eh nur Deko-Kerle, ne? What the frick? Neue Gegner. Oh Gott. Ein Dodongo greift an. Achte auf seinen feurigen Atem und benutze im Kampf am besten die Zielerfassung mit L. Okay, das sind Dodongos. Und dieser Dungeon heißt ja Dodongos Höhle. Ist das zu ein Zufall? Achso, ja, die haben auch eine Special, man kann nur am Schwanz und so. Ja. Zum ersten Mal hat der Gegner eine Schwachstelle. Ach, die stimmt gar nicht. Nee. Die Skulltulas haben ja auch hinten und so. Genau, und am besten man merkt diese Technik. Technik? Technik. Weil. Dieses Rumspringen brauchen wir noch. Nee, das. Also ach so. Rumgehen. Ja. Das ist eine typische. Damals gab es noch nicht so viele Möglichkeiten. Ja, wie, ja, wie macht man jetzt den Gegner schwer? Ja. Ja. Ja gut, du musst rumrennen, ja. Nee, aber vor allem war das ja das erste Spiel, das diese Zielerfassung gemacht hat. Echt? Ja. Gab's das bei Mario Kart? Mario Kart? Ja gut, da erfasst du auch das Ziel, also, damit du ins Ziel fährst. Ja. Du musst du nicht L drücken. Huh, das war ein. Oh, die Explosion hatte ich auch noch keiner getötet. Ja, das. Ich. Ja, ne? Das ist, ja. Da ist bestimmt kein Kompass drin. Nee, weil es kommt ja immer erst der Kompass. Die Karte und Special Item of the Dungeon. Ja. Pass auf! Yay! Hi. Diese Sachen sind so sinnlos, weil. Die Dungeons sind so. Ja. Ach man, eigentlich schon, was mache ich damit? Nein, die sind ja. Doch, ich finde, das hilft. Du siehst jetzt, woher du kommst, ja. Hä, hey, ja, aber ohne das würde dir die Karte gar nichts bringen. Ja, aber die Karte bringt mir an sich ja auch nichts. Doch. Ich weiß ja, in welchem Raum ich. Dann kannst du gucken, so, in dem Raum muss ich nochmal rein oder so. Ich weiß noch genau, als wir das letztens oder vor langer Zeit mal gespielt haben im Waldtempel, haben wir die ganze Zeit auf der Karte rumgeguckt, weil wir nicht wussten, wo wir noch hin sollen. So. Oh nein, das ist sehr wackelig. Ich geh da nicht rüber, ich hab Höhenangst. Achso, wir sind ja im Eingang. In the first room. Nur auf der anderen Seite. Das ist schön, wenn man hier jetzt runterfällt, muss man wieder ganz zurücklaufen. Huh. Daran erinnere ich mich. Echt? Ja. Ich weiß gar nicht, was das ist. Ich erkenne hier gar nichts. Ja, spring einfach runter. Tschüss. Also. Da hat der einer aber mitgedacht. Hä? Das ist neu. Voll verschwendet. Alter, das ist hier alles so krass. Ich glaube, wir probieren das einfach mal. Ich weiß nicht, ob das geht. Keine Ahnung. Ich habe mir noch nicht mit dem Raum vertraut gemacht. Boah. Da will man einfach mal nicht die Treppe runter, die Leiter runter. Und der
geht hier gleich hoch. Und knallt gegen den Block und springt nicht hoch. Guck dir, ich will erstmal diesen Raum erkunden. Ja, warte mal. Ich brauche noch einmal noch. Einmal noch. Mann, ich will eigentlich was trinken, aber ich habe kein Glas. Ja, kriege ich ja die spannende Action nicht mit. Das Fail rumgelaufen ist pur. Och Mensch. Ja, das ist doch scheiße. Ich gehe jetzt hier den Raum, Mann. Ich erkunde jetzt. Was ist denn das hier alles, ey? Das ist alles voll krank. Als würde ich hier ein neues Spiel spielen. Nicht eins, was ich schon 100 Mal gespielt habe. Okay, da geht's jedenfalls weiter. Was ist das? Hä? Alter, what the frick? Was ist das? Ja, die einzige Möglichkeit ist nur diese Scheißfackel. Ja, aber irgendwie kommen wir auch einfach so weiter, ne? Ja, aber nicht für später. Es geht nämlich mit die Truhe, glaube ich. Gut, dann hol ich mir mal ein Glas, weil du schaffst das erst nach 3 Versuchen. Ja, vor allem, wir haben keine Stäbe mehr. Vielleicht. Scheiße. Nein! Ah, wie kann das sein, ey? Heftig. Ja, nächster Versuch. Springen. Hüpfen. Hüpfen. Vorbeilaufen. Und? Das geht nicht an! Ich war da dran, das geht nicht an! Ohne Scheiß! Ja, stimmt. Solche Fackeln gehen meistens durch Scheiter oder so. Oh, sag das doch. Ja, das ist sich auch immer nicht. Oh Mann, ey, dann geht jetzt einfach weiter. Ja, das ist bestimmt irgendein Bonus-Herzteil oder so, braucht doch keiner. Ah! Genau, dafür musst du die nämlich ankriegen, damit du das hier... Hä? Vielleicht irgendwas mit den Blöcken verschieben? Ja, genau. Das war ich. Ich verschiebe mal. Ja, wirklich? Boah, nee. Was sind die denn sonst hier? Master Quest, Alter. Ich weiß wofür. Oder diese komischen fliegenden Fackeln. Ja. Die verstehe ich nicht. Ja. Genau dafür sind die, Mann. Ach! Ich bin dumm. Mann. Ich schenke dir auch mal was von Martin ein, ne? Ja, danke. Martin schmeckt auch voll lecker. Auch. Ja. Aber auch nur, wenn es kalt ist. Okay. Ja. Jetzt ergibt das alles Sinn. Das ist ein Scheißwitzel. Das ist einfach nur eine Methode, um das hinzuziehen, ey. Aber bis man es gecheckt hat? Ja, also, wenn du das so siehst, ist jedes Rätsel wieder um das hinzuziehen. Ja, das, ach gut, das ist natürlich auch gefährlich, wenn man nachfolgt, also, was heißt nachfolgt? Das gleiche Spiel in einer anderen Schwierigkeitsgrad rausbringt, weil dann wird das immer an dem Grad gemessen von dem Spiel davor. Okay, wir haben jetzt einen und der wird fail. Fail! Was machen wir denn dann? Wir brauchen ja eh noch einen. Und wir haben. Achso, die andere Fackel. War da kein Block mehr oder was? Doch. Ja, aber das ist voll. Das schaffst du jetzt vielleicht nicht. Wollen die andere? Keine Ahnung, mach das einfach. Hier, was hörst du denn auf mich? Das war nur eine Überlegung. Ja, ja, schieb den einfach in die Mitte. Ja, ne? Aber die brennen nicht mehr. Was? Da musst du es schnell machen. Ah. Ja. Das ist ja unlogisch, das geht gar nicht. Steine können sich nicht von mir selbst irgendwo hinschieben. Das ist auch noch so schief. Was soll das denn?
wir versetzen das so ein paar. Hä, das geht echt nicht. Stimmt, musst du den einmal gegen die Wand schieben. Ist ja gar nicht schlecht, ne? Hä? Das soll nicht gehen. Der ist größer. Nee. Hä, er ist gar nicht an der Wand dran. Ich glaube, der war an der Wand. Nein, da war auch noch wieder ein Spalt. Guck doch, ne? Ja, das hört sich so an. Ja, aber der kommt doch nicht. Hä? Ist jetzt ein Bug? Ja, das ist das scheiß Aufnahmeprogramm. Das ist ganz schön scheiße. Hast du jetzt erst gehört? Das ist doch schon die ganze Zeit. Ja. Ach, das geht so nicht. Ist hier noch irgendwo ein anderer? Die sind auf. Das ist alles so lustig. Das ist auch nicht mehr lustig. Soll ich den mit einem schaffen? Mit einem Stab. Wieso habe ich nicht welche gekauft? Ja. Muss wieder zurück und kaufen. Da waren ja auch welche. Das heißt, ich gehe dann praktisch spielen. Dann spielen wir das Normale und spielen nochmal schnell an diese Stelle. Ja, genau, weil dann sind wir in einer Stunde ungefähr so weit wie jetzt. Nee, aber diese Deku-Kerle waren ja auch in diesem Raum mit der Kettenreaktion. Da müssen wir nicht so weit zurück. Oh, Scheiße. Ich hasse es. Das schafft man gar nicht mit einem. Ich mach jetzt so. Einpacken! Oh nein! Ja! Und die brauchen wir auch gleich nochmal. Das wäre jetzt nämlich lustig, wenn du den jetzt nicht eingesteckt hättest. Hä? Achso, die Fackel ist ja gar nicht angegangen. What the frick? Man kann doch auch nach oben gucken. Wie geht das? Das geht nicht. Ja, so. Mit der Feenschleuder. Eier. Eiderdaus. Sind das Goma-Babys? Das sind echt. Das ist ein bisschen unlogisch. Wie kommen die hier? Babys von. Oh, okay. Jetzt weiß ich warum. Dodongo und Oma Mama haben sie. Ne? Ja, du weißt. Ich weiß auch nicht, wie das so genau dann aussieht, aber das will ich auch gar nicht wissen. Ja, das ist so. Nee, ich meine, der Akt. Ja, so. Ich wette, das war nur wegen der Kiste jetzt. Also überhaupt nichts mit den Pferdtun gehabt. Nur weil die Kiste tot gegangen ist. Ach so. Ja, glaube ich auch. Das Mikro wollte auch was trinken. Hallo? So. Toll, was ist denn das? Hier, ein Bonbon. Oh, das ist so traurig. Deprimierend. Da muss hier noch irgendwas sein in diesem Raum. Ja, ich hör's. Diese Kisten sind auch mir ein Dorn im Auge. Hörst du das nicht? Doch, das höre ich. Ist wahrscheinlich in der Kiste eine Skulptur. Oder ein Huhn. Vielleicht ist hier noch ein Huhn, das können wir dann nach Kakariko bringen. Ha! Ja, aber was ist das denn für ein Scheißraum hier?
Dann hat es ja gar nichts gebracht, diese ganze scheiß Fackelarbeit. Oder ist die Fackel doch angegangen? Glaube ich nicht. Also wenn das jetzt dafür war, dann kotze ich hier auf den Boden und setze ein Quietscheentchen in die Pfütze.